Dave Hoppler hat in seiner Karriere schon mit vielen NBA-Profis an ihrem Wurf gearbeitet. Der 66-Jährige weiß also, wie man zu einem richtig guten Schützen auf NBA-Niveau wird. Vorneweg, von der Dreierschwemme in der NBA hält Dave Hoppler nichts. Die Jungs nehmen sich die Dreier, obwohl sie keine Schützen sind. Hauptsache die Analytics sagen, dass man Dreier werfen soll. Auch weil sie seinen ersten wichtigen Punkt auf dem Weg zum großartigen Shooter negativ beeinflusst. Die Wurfform. Ich sage immer, dass die Dreipunktlinie das Schlimmste auf der Welt für junge Spieler ist. Sie haben anfangs keine gute Form und dann gehen sie an die Dreierlinie und versuchen von dort aus zu werfen. Und dann passt die Bewegung nicht und wir müssen das dann später korrigieren. Deswegen startet er noch heute mit dem Wurftraining ganz nah am Korb und arbeitet sich dann langsam weg vom Ring. Aber das fängt alles schon einen Meter vor dem Korb an. Das ist nicht glamourös. Niemand will das sehen, aber es ist wichtig. Steph Curry hat es von klein auf gemacht und die Leute müssen begreifen, dass das die einfachste Übung der Welt ist. Der zweite entscheidende Punkt, die richtige Form, erarbeitet man sich nur mit ganz vielen Wiederholungen. Es erfordert eine Menge Arbeit, viele Wiederholungen, viele einsame Stunden. Den perfekten Wurf gibt es nicht, aber er sollte wiederholbar sein. Und dann wären wir schon beim dritten Punkt auf dem Weg zum guten Schützen. Dave Hoppler erklärt es am Beispiel von Kobe Bryant, mit dem er viel zu Beginn seiner Karriere zusammengearbeitet hat. Er achtete auf die Details, seine Arbeitsmoral war vorbildlich. Er war immer früh da und blieb immer lange. Und wenn er etwas mal nicht konnte, arbeitete er so lange daran, bis er es drauf hatte. Talent haben viele Spieler, aber großartige Spieler haben auch die richtige Arbeitseinstellung. Und die hilft, nicht nur beim perfekten Wurf.